Die Menschen sind verzweifelt, das heißt, es ist weiterhin eine Gefahr für Leib und Leben der Flüchtlinge und dieser Stress, der durch diese eine Woche Belagerung entstanden ist, ja, der kann halt zu Kurzschlussaktionen führen. Deswegen mache ich mir große Sorgen um die Menschen. Und gleichzeitig ist es so, die möchten mit der Polizei nicht verhandeln, die wissen nicht, was der aktuelle Stand jetzt ist. Und Christian Ströbele und ich versuchen zu sondieren, ob es irgendeine Gesprächsmöglichkeit mit dem Bezirk noch gibt, um diesen Räumungsauftrag von dem Stadtrat Hans Pannhoff wieder zurückzunehmen.